Wir waren auf dem Friedhof und legten Blumen auf das Grab meiner Schwiegermutter, meiner Mutter, ihrer, eben meiner Schwiegermutter, ja! Wir waren spät dran, weil ich noch den Babyschlumpf wickeln musste. Zwar machte sie ich schon Druck, jetzt doch alle Räume einfach da! Gleich, ich bin gleich fertig, sagte ich leise. Aber trotzdem waren wir ziemlich spät dran. Dazu mussten wir noch den Schwiegervater, meinen Vater, abholen. Der ist mittlerweile ziemlich schwach im Kopf, sehr vergesslich. Als wir ihn dann endlich abholten im Heim, wo es nach gekochten Rüben und Putzessig riecht, nach alten Knochen, eingelegten Gebissen, nach verfaulten Rachen und Leichen, vor allem riecht es dort nach Leichen. Wusste er schon nicht mehr, dass wir gehen wollten. Wir mussten ihm noch die Windeln wechseln und meistens kriegt mein Vater eine Erektion, wenn man das macht. Und Barbara, das heißt sie, musste ausnahmsweise helfen, ihn halten, während dem Sammy, ich, ihm die Windeln auszuziehen versuchte. Unser Kleiner begann auch noch zu schreien, es war die Hölle. Wegen dieser Verspätung begann es also schon einzudunkeln, als wir dann zum Friedhof kamen. Unter einem großen Baum, ich glaube, es war eine Birke, schlumpften wir dann beim Grabe den Kranz nieder. Ich verlangte nach etwas Ruhe für Vater. Denn ich mal wusste, dass er einmal eine Frau gehabt hat. Und für mich, sodass wir in Ruhe der Mutter gedenken konnten. Danke. So verging die Zeit sicher. 10 Minuten, fast 10 Minuten lang, war es für einmal still. Nur der Vater hat ab und zu etwas gesagt. Der Wind kruscht in den Bäumen. Hat endlich tönt wie Vater. Birkenblätter hat es umgewirbelt. Es war mir gsi, als kriebten ihm ein paar Bilder wieder in den Sinn. Aus der Zeit. Aus der Zeit hast du dich gegenseitig gemacht, weil Wecker sind gegangen. Wo sie es noch schön hat zusammen gehabt. Als wir dann endlich gehen wollten, war es schon so gut wie Nacht. Die Schatten der Grabsteine wurden übermenschlich lang in der Dämmerung. Habe ich an einer kleinen Zuckung von seinem Körper gemerkt? Ja, Angst im Dunkeln. Dass er Angst hat im Dunkeln. Dass er die Hose ein bisschen voll hat, wie ein kleiner Babyschlumpf da. Ja, ja. Und ich habe angefangen zu plagen. Ein bisschen nur. Hör auf, das ist nicht Lust. Wir wollten zum Auto zurück. Vater ging ein paar Meter hinter uns her. Komischerweise kann er immer noch gehen, trotz seiner Senilität. Ja, wirkt agil für sein Alter, auch wenn er nur noch die Gegenwart, auch wenn er überhaupt nur noch eine Zeit kennt. Und ich kann ihn aufgeregt mit einer Matze quälen. Sammy, sie kommen und holen dich. Lüg, da kommt schon der Erste. Und ich zeigte. Auf jemandem, der hinter uns herlief, genau aus der Richtung des Grabes kam eine Person. Ein großer, dunkler Mensch. Er kam langsam und bedächtig auf uns zu. Hallo? Rief ich dem Schlumpf hinter uns zu. Der Vater, der hinter uns war, hat etwas gespürt. Als hätte er etwas gespürt im Rücken, hat er sich umgedreht und er hat einen kurzen, hauen Moment gehabt und hat zu dem seltsamen Menschen hinter ihm gesagt, wie früher, guten Abend. Da geht der seltsame Mensch über den Vater über meinen überdimensionierten Herdöpfelsack. Geht der Mensch über den Vater aber wir sind so verklüpft, wir sind erstarrt vor Schreck. Es ist so überrascht passiert. Ich habe zu dem Mensch gesagt, was macht ihr da? Hört auf, was macht ihr da? Da schaut der seltsame Mensch auf den Vater gelegen, ist auf. Es war meine tote Mutter. Meine Schwiegermütter? Der schreckliche Mensch, der sich auf den Vater gestürzt hat, ist meine tote Mutter. Meine tote Schwiegermütter? Sie hat diesen Moment lang aus ihren schrecklich roten Augen angeschaut und ist aufgestanden mit ihrem aufgebleiten, aufdunstigen Körper und ist auf uns zugekommen. Ich weiß nicht mehr, was nachher genau passiert ist. Ich glaube, ich habe nur noch nach dem Überlebensinstinkt gehandelt. Ich habe keine Sekunde mehr an Vater.
gedacht. Barbara, ich habe nicht einmal mehr an dich gedacht. Ich habe nur noch an mich gedacht. Und an Klein. Ich habe den Klein umklammert und bin richtig Auto gerannt. Ich kann nicht Auto fahren! Ich kann nicht Auto fahren! Bist du ein Künstler oder ein Idiot? Ja, wir sind jetzt einfach nicht gelernt, es tut mir leid. Die Schwiegermutter ist nachgesäckelt. Der Idiot hat mir mal helfen, die Autozähne zu schneiden. Ich wie ein Fötus auf dem Rücksitz zusammengekrümmt. Ich bin nicht gelegen, ich war der kleine Schlumpf umklammern. Der kleine Schlumpf! Ich musste alle Autoporten zuschlagen, genau rechtzeitig. Die Schwiegermutter hat gegen die Windschutzscheibe gepolt. Und ich bin aufs Gas und wir sind davon. Ja, ich bin auch durcheinander. Ich gebe es ja zu. Aber gleichzeitig habe ich innen wie so eine innere Flüge gepackt. Wenn man bei der Medien arbeitet, ist man Stress gewohnt. Ich habe sofort akzeptiert, was ich gesehen habe. Ich habe mich innerhalb von diesen wenigen Sekunden damit abgefunden, als wäre es ein Film. Dann habe ich das Nattel genommen, wollte telefonieren, die Polizei, Ambulanz. Ich weiß doch nicht mehr, wann genau ist der John Sinclair von mir. Der John Sinclair? Das hat doch Nattel nicht gelesen. Aber es war tot. Ich meine, ich hatte das Netz. Dann habe ich gedacht, gut, gebe zurück zur Tankstelle, gibt es viel ein richtiges Telefon. Dann sind wir da mitgefahren und haben angehalten. Kein Mensch war da. Kein Mensch. Ey, und auf das Mal ist mir hörengerachen Tankwagen um die Kurve gekommen. Aber 10 oder 15 von diesen grusigen, schwarzen Schlimmen sind hinten an angeschwankt. Ich habe die zuerst gar nicht gesehen. Nur, dass mit dem Auto irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wie wenn es etwas Schweres müsste nachschrecken. Die haben schon probiert, sich an dem festzuklammern. Und der Tankwagen ist links und rechts gefahren und ist voll in den Tanksäulen mitgefahren. Das Benzin ist uns angespritzt und nicht verbrennen. Der Tankwagen ist weitergefahren. Ich habe mich gefragt, oi, was ist denn jetzt? Explodiert er oder was? Dann habe ich gedacht, gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Restaurant und Hilfe holen. Dann habe ich gesehen, dass das ganze Areal von diesen Monstern umzingelt war. Der Chauffeur war jetzt ganz still. Panik und Angst in seinen Augen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist der Sammy. Und ich. Und der Kleine. Ganz allein. 50 oder 60 von diesen grusigen, schwarzen Schlümpfen sind da gestanden und haben mich angestarrt mit ihren roten, toten Augen. Und dann bin ich aufs Gas und bin mitten durch die hindurch. Es hat geflüttert, geklebt, genetzt und die sind durch die Luft geflogen mit so ausgerenkten Gelenken wie so kaputte Puppen. Samu, hilf mir! Hat der Vater geschrien. Aber ich habe ihm nicht geholfen. Ich bin einfach losgerannt Richtung Auto. Barbara, wir müssen rausgehen, den Vater suchen. Der braucht uns. Der wartet irgendwo noch auf uns. Der sucht uns und braucht uns. Hilf mir, komm! Sammy! Das ist kein Sonntagsausflug mehr. Aber der Vater braucht mich. Hilf mir! Sammy! Der Papa, der ist... Bärbeli, kannst du euch mal eine Viertelstunde zum Kleinen schauen? Ich bin schon den ganzen Tag dran. Ich kann einfach nicht mehr. Nur eine Viertelstunde. Und wenn etwas ist, hilfst du mir, gell? Merci vielmals.